einen sehr leckeren und sehr schnellen Kuchen und deswegen habe ich den Backofen schon vorgeheizt. Wenn ihr Besuch bekommt oder Lust auf einen Kuchen habt heute Nachmittag, was backt ihr denn dann, wenn ihr einen ganz schnellen Kuchen backen möchtet? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich mache jetzt einen schnellen Streuselkuchen. Der bekommt eine schnelle Puddingcreme und wird noch gefüllt mit Stachelbeerkonfitüre. Da hat man schon mal einen Geschmack auf den Sommer. Die Sonne scheint ja schon. Der Sommer könnte eigentlich kommen. Ich wäre schon dafür. Und für meinen Streuselkuchen brauche ich an Zutaten 500 Gramm Mehl, 200 Gramm Butter, 200 Gramm Zucker, ein Ei, einen Teelöffel Backpulver und gleich noch 50 Gramm gemahlene Haselnüsse oder Mandeln, wenn ihr die noch in der Schublade habt. Und ich könnte mir natürlich, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit hätte, eine Konditorcreme fertig machen. Aber ich möchte ja einen schnellen Kuchen backen und deswegen habe ich eine fertige backfeste Puddingcreme, die wird gleich nur mit Milch angerührt und dann kann die schon in den Kuchen zusammen mit der Stachelbeerkonfitüre, das wird richtig lecker. Und als erstes werde ich die Butter und den Zucker richtig schön cremig aufschlagen, gebe dann das Ei dazu, mische mir das Backpulver unter das Mehl und gebe ein paar Löffel dazu und den Rest verknete ich dann mit der Hand. Die Butter, Zucker, Ei und ein bisschen von dem Mehl-Backpulver-Gemisch ist jetzt zusammengerührt. Und wenn ihr die Butter und den Zucker cremig rührt, müsst ihr zwischendurch immer mit dem Spachtel mal am Rand den Butter-Zucker-Gemisch wieder in die Mitte machen, weil es einfach am Rand hängen bleibt. Und jetzt gebe ich in einem Schwung das restliche Mehl dazu und werde das mit den Fingern schön verkneten, damit das schön krümelig ist und nicht zu lange kneten. Und dann kommt etwas mehr als die Hälfte von dem Teig, knete hier weiter, in meine 24er Springform. Da habe ich schon Backpapier reingegeben und den Rand eingefettet. Und wenn ich den Boden ausgelegt habe, dann kommen meine Haselnüsse noch unter die restlichen Krümel und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Jetzt habe ich die etwas mehr als die Hälfte vom Teig in meine Form gegeben und einfach mit dem Löffel ein bisschen zurechtgeschoben, ein bisschen glatt gedrückt und am Rand hochgezogen und am Rand einfach auch mit dem Löffel das schön wieder gerade gemacht, damit das nicht ganz so dünn wird am Rand. Und die Haselnüsse habe ich hier unter meinen Teig gehoben. Das wären natürlich die Streusel für den Kuchen. Und jetzt brauche ich nur die Puddingcreme anzurühren und dafür gebe ich mir 250 Milliliter Milch in eine Schüssel und rühre mir einfach die fertige Creme hier ein. Es wird also ein ganz schneller Kuchen. Die wird jetzt einfach schön cremig gerührt, so ungefähr eine Minute. Und das geht wunderbar mit dem Schneebesen. Und die wird auch sofort fest und sollte dann auch sofort verarbeitet werden. Und deswegen kommt die jetzt dann auch sofort in meinen Kuchen. Nach einer anderthalb Minuten Rührzeit ist die Puddingmasse auch schon fertig und kann in den Kuchen. Das ist so ein schneller, leckerer Kuchen. Wer jetzt noch mehr Pudding haben möchte, könnte natürlich auch zwei machen. Aber so eine kleine Schicht Pudding reicht da völlig aus. Und den Backofen, den habe ich schon vorgeheizt auf 175 Grad Ober- und Unterhitze. Und jetzt kommt so ein bisschen Sommer in den Kuchen und zwar mit der Stachelbeerkonfitüre. Die rühre ich mir einfach einmal mit dem Löffel ein bisschen um und verteile mir die jetzt richtig schön auf den Kuchen. Es wird richtig lecker. So, jetzt verstreiche ich die. Und dann kommen noch die ganzen Streusel oben drauf und dann kommt der für circa 50 Minuten in den Backofen, muss ein bisschen auskühlen und dann kann man den schon genießen. Und wenn ich das jetzt hier
verstreicht habe, dann zeige ich euch jetzt auch noch die Streusel. So, jetzt hat auch jedes Stückchen schön was von der Konfitüre. Die Streusel könnt ihr jetzt nehmen, wie ihr möchtet. Ihr könnt jetzt ganz feine machen oder ihr knetet euch die nochmal kurz zusammen und macht grobe Stücke hier drüber. So. Das wird richtig lecker. Wenn ich hier alle verteilt habe, geht ihr in den Backofen und dann, wenn er ausgekühlt ist, schneide ich den mit euch auf. 10 bis 15 Minuten Vor- und Zubereitungszeit, 50 Minuten in den Backofen und dann auskühlen lassen und schon ist der leckere schnelle Kuchen fertig. Ich bin gespannt auf eure Kuchen, Last-Minute-Kuchen, die ihr mir in die Kommentare schreibt, wie schnell ihr mit eurem Kuchen seid. Und über meinen leckeren Kuchen gebe ich natürlich noch ein bisschen Puderzucker für schön und für lecker. Und dann kann ich den auch anschneiden. Und es ist ja auch mal was anderes, das mit einer Stachelbeer-Konfitüre zu machen. Kirschen und Heidelbeeren ist natürlich auch lecker, aber Stachelbeeren ist mal was anderes und auch lecker. Und jetzt schneide ich natürlich den Kuchen einmal an. Und auch mit der Puddingcreme. Ich drehe sofort die Platte. So. Und dann kann ich den mal hier rausholen. So. Und legt den mal hier oben hin. Der schmeckt richtig gut. Schnell gemacht und schmeckt richtig gut. Und ich glaube, ja, man sieht die Puddingcreme und die Stachelbeeren da drin. Ich hoffe, dieses schnelle Rezept hat euch gefallen. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch. Bis dahin, eure Bea. Aber Sahne muss da, glaube ich, nicht drauf mit dem Pudding, ne?